Nach langem Warten kam am 10.05. der vorerst letzte Teil der Uncharted-Reihe raus. Entwickler Naughty Dog hat nicht zu viel versprochen und hat auch wie bei den vorigen Teilen ein Action-Adventure auf hohem Niveau kreiert. Manda! No puedes conmigo! Dale la cara! Vuelve ahí! Tú lo empezaste, pero yo voy a acabar. Dale una paliza! Come on! Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Bei dem Spiel dreht sich die Geschichte um den Protagonisten Nathan Drake, der sich vom Schätzesuchen verabschiedet hat, die in den drei Teilen zuvor erzählt wurden, um mit seiner Frau Elena Fischer ein ruhiges Leben zu führen. 3 Jahre später wird Nathan Drake von seinem Bruder aufgesucht, der ihn um Hilfe bittet, einen riesigen Piratenschatz zu finden. Natürlich bleibt diese Suche nicht konkurrenzlos und Nathan muss sich mit allerhand Söldnern und anderen altbekannten Bösewichten herumschlagen. Die Grafik bei Uncharted 4 ist besonders hervorzuheben, da hier der recht jungen Next-Gen-Konsole alles abverlangt wird. Die Weitsicht und Detailverliebtheit ist auf sehr hohem Niveau und das bei 1080p mit stabilen 30 Frames im Singleplayer. Das Spiel weiß das auch und zeigt immer wieder mit eröffnenden Sequenzen diese Stärke. Das Leveldesign hat sich auch weiterentwickelt und bietet mehr Freiraum bei der Zielfindung. Von einem Sandkastenspiel kann man hier aber noch lange nicht sprechen. In den weiten Leveln kann man entweder mit einem 4x4 Jeep herumdüsen, das sich auch sehr gut fahren lässt, oder man ist in einem Boot auf dem wunderbar reflektierenden Wasser unterwegs. So, maybe Libertalia is more of a small beachside shack. Auch die in Echtzeit berechneten Zwischensequenzen mit den profilierten Charakteren und den bissigen Dialogen machen dieses Spiel zu einem Highlight. Nathan? Nathan? What? Das Spiel folgt dem bewährten Prinzip von Klettern, Springen, Schießen und der gewissen Würze an Rätsel. Diese sind wie immer sehr schön aufgebaut und werden als eine willkommene Abwechslung gesehen. Allerdings sind sie nicht so schwer, dass man nach einer Viertelstunde anfängt, im Internet nach der Lösung zu suchen. Das Klettern geht auch sehr gut von der Hand, da der Protagonist alleine durchs Bewegen des Sticks zu den anliegenden, gut gekennzeichneten Hängen greift. Natürlich kann aber auch Nathan schnell nach Hängen springen. Spielerisch mag das nicht allzu schwierig sein, aber dadurch, dass Nathan immer an den spektakulärsten Klippen hängt, kann man dies dem Helden verzeihen. Beim Klettern kommt auch eine spielerische Neuerung zum Zug, der Enterhaken. Dieser kann an die gut gekennzeichneten Vorsprünge geworfen werden und somit größere Abhänge übergangen werden. Die andere Überraschung ist die, dass wir die großen Gegnerscharen zuerst versuchen, auf leisen Füßen zu dezimieren. Hierbei helfen die großzügig verteilten Dickichte und hohen Gräser. Die Lakaien können hier aus der Deckung markiert werden, damit ihre Bewegungsabläufe sichtbar sind und man ihn in Ruhe ausschalten kann. Die Wächter haben auch ein Erkennungssystem à la Assassin's Creed. Langsam füllt sich der Meter bei ihnen über dem Kopf, bis schließlich Drake sichtbar für sie wird. Nathan kann aber auch ihrem Blick wieder entwischen und das Katz-und-Maus-Spiel fängt wieder von vorne an. Nothing. Mit der Geschichte versucht Naughty Dog, einen verstärkten Fokus auf Nathan zu legen, da rückblinden Licht in die dunkle Vergangenheit von ihm bringen, warum er ausgerechnet zu dem Schatzsucher geworden ist, den er heute darstellt. Alles in allem lässt sich sagen, dass Uncharted 4 ein Highlight für die PlayStation 4 darstellt. Zwar ist der Immersionsgrad nie so hoch wie bei den anderen drei Teilen zuvor, dennoch reicht die Dichte an Storytelling aus, um auch hier wieder ein Action-Adventure par excellence für freudige Stunden an der Konsole auf die Beine zu stellen.